Hä? Voll. Bleib mal stehen. Danke. So ist gut. Haben vergifteten Pfeil, weiß man nicht, wie das ging. Okay. Oder hatten wir? Ist das unser? Ja. Bevor wir auf den falschen aufsteigen, da ist nochmal. Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, hier wäre was. Hey, da war doch ein Granat. So, Leute, ja, ja. Okay, doch hier war was. Hast du richtig gesehen? Voll jetzt aber. Ja. Na gut, wir wollten halt gar nicht lange aufhalten, ne? Gar nicht lange aufhalten. Eigentlich wollten wir bloß zu Imchi hier. Aber wer Terra kennt, ne, der nimmt ja so viel alles wieder mit. Ja, ja. Der Verein ist ja auch mal hier. Da. Ah, ich dachte, dann wäre wieder mit. Ui. Und? Halt mal durch. Volker sagen, brauchst du nicht rüberspringen. Aber nein. Die kleine Ecke, die will er auch noch hochspringen, durchspringen. Ist ja nicht mehr weit, dann steigen wir mal ab, ne? So, Horst Sitze, du bleibst hier. Kriegen wir Adrenalin auf voll beim Schweinekill. Naja, so ein bisschen, ne? Nicht wirklich. Hä? Hier liegt schon ein totes Schwein, was ist mit ihm los? Das ist ein faules Schwein, wa? So. Da muss er sein, da ist er schon. Dieser Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie erzählt. Da hinten ist ein roter. Okay, hier ist wieder Pfeile. Kirche ist voll, alles klar. So, wo bist du? Da? Machst du ein Schild heile? Alles klar. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Ja. Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Okay. Ob der Plan aufgeht, weiß ich nicht. Wie kam es jetzt? Der vierte OS, der Schiffbau zu sein. Machen wir es mal da. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes Geduld, unserer Schiffe, die Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Ah, gelb. Da war doch was, mit der einen Aufgabe, wo der gelben Spur gefolgt sind, wo dort ein Kriegsschiff angemalt worden ist. Könnt ihr euch daran erinnern? Also er arbeitet sonst mit Gelb, aber seine gelbe Farbe wurde ja geklaut. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudruns Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrun nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Okay. Warst du denn einverstanden, dass Soma eure Anführung wurde? Du warst dabei, als Gudrum Soma zur Statthalterin von Grantabrück ernannt hat. Wie hat sich das angefühlt?
Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskrone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Okay. Die Musik, die ist so komisch gerade. Genug geredet. Gehen wir an die Arbeit, ne, oder? Eine gute Unterhaltung lief. Kümmern wir uns jetzt um Wigmunds Mann. Alles richtig, Hinweis, dass wir ihn gefunden haben. Das lief, es war der Verräter. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Okay. Gehst du vor, oder wie ist das hier jetzt? Da ist ein Feind. Der ist größer als wir. Ja. Scheint so. Genau. Gott ist mit mir. Finde den Priester und töte ihn. Okay, dann müssen wir jetzt doch hier uns anschleichen irgendwie raus. Okay, ist das über? Ach, da holen wir jetzt 96. Fliegen. Da ist er, okay. Da gibt es wieder einen Schlüssel, das heißt, der hat sich eingeschlossen rein. Oh, die sind schon fleißig am Plündern. Oh ja, cool. Ja, gut. Das haben wir auch schon mal gemacht hier, ne? Eingenommen. Das ist alles doppelt gemoppelt. Kann auch sein, weil wir das alles so schon mal im freien Spiel, also ohne Quest hier durchgelaufen sind. Nichts mit erkunden. Würde ich sagen, man braucht hier nichts erkunden. Einfach nur die Story folgen. Eigentlich greife ich lieber offen und gerade heraus an. Für dich probiere ich gerne etwas Neues. Okay. Wie nett. Willst du flirten, oder? Na. Ja, irgendwie, ne? Als wenn wir das schon alles... Können wir hoch? Ich darf ja nicht erwischt werden. Können wir da hoch? Auch hier hoch? Oh, da hoch würde ich gerne. Ja, nicht. Da hoch sollst du. Oh. Alte, bist du ganz schöner drin, ne? Ja, komm. Räuerchen. Können wir hier weiter hoch, damit wir ein bisschen gucken können hier? Okay. Wunderbar. Wunderbar. Da kam man noch wieder aus der Kirche raus, ne? Bleib doch mal stehen. Bitte. So. Der rote Balken ist ja immer entscheidend, ne? Dann ist er bloß die Rüstung. Okay. Jetzt sollten wir mal langsam nach oben klettern hier. Hochgehen. Guck mal, jetzt geht's da hoch. Die alte Nudel. Schön mal kommt wieder rüber gesprungen. Ich glaube nicht, der ist zu weit, ne? Nee, da kommt einer her. Kommen wir auch noch lang? Nee. Hey. Ja, nochmal geschafft, gut. Ha.
Fahren wir auch rein? Besser wäre es, ne? Wegmunds Priester ist in der Kirche. Okay. 7 Pfeile haben wir noch. Nicht mehr viel. Da kommt wieder einer reingelockt um die Ecke. Augenblick! Hab doch nochmal das Attentat gemacht, Gott. Puh. Ja, manchmal ist er irgendwie ein bisschen verzögert momentan gerade. Ich weiß auch nicht warum. In der Kirche, so. Und ich glaube, dafür brauchen wir den Schlüssel, ne? Die sind draußen. Wo ist er? Wie viele Bäume sie gefällt und wie schwere Steine sie bewegt haben. Alter, müssen. Wo kommst du denn her? Das ist ein Seite? Kunstwerk. Wechselst du gleich den Glauben, Leaf? Soll ich dir vielleicht ein kleines Kreuz mitnehmen? Nein, niemals. Darf sich ein Handwerker nicht... Lord Wegmund! Attentat? Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten komm gehen. Aus. Okay. Ich hoffe, war richtig hier mit den Töten. Lesen, Brief von Wigmund. Vater Chitbert, oder was heißt er? Ich will meinen Dank aussprechen für die anhaltende Unterstützung. Ich muss sagen, deine Schüler entzücken mich. Sie verfügen über eine Folgsamkeit, die wohl nur dank deiner Weisheit und Führung zustande kommen kann. Bitte senden sie weiter zu mir. Ich finde Gefallen daran, okay? Er freut sich an die Leute, die er immer geschickt kriegt. So, jetzt sollen wir wieder entkommen. Und der eine ist noch da. Warte mal, ich muss noch gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Nö. Leaf, du bist der Verräter, ne? Weil du so gerne hier an sagst, oh, das sieht so schön aus mit Gott und so. War hier nicht eine? Hier nicht denn gerade einer? Doch, der läuft da hinten lang. So. Raus hier! Raus hier! Den Ärger haben wir doch schon. So? Da ist das egal. Kann man machen? Ne? Müssen wir jetzt rüberklettern oder was? Okay. Die sind ja damals auch hier rübergeklettert, ne? Ja. Oh, hier.